nicht. Alter, Ja, dann gehört das ne? Formel 1 Auto da Holen vorne. Sie mir mal den Buben hier Da ran, den sind hau sie ich bestimmt direkt zu bei den schnell gefahren. Schlappen um die Ohren. Ja, dann Ja. geht's nicht. Nee, ne? Können sie das Tacho überhaupt sehen, wenn sie in dem Auto sitzen? Ist das ihr Formel 1 Auto da? Ja, dann selbstverständlich. Habe ich ein Können bisschen Sie sich da mal geklaut. reinsetzen? Ja, Ich muss ja gucken, du setzen kannst sich dich da, gerne ob da. reinsetzen. Nee, setzen Sie Nee, sich da setzen mal Sie sich da rein. mal rein. Ich muss ja prüfen, Ja. ob Sie überhaupt den Tacho sehen hier mit Ihren Aber zwei soll das jetzt Freunden. hier diskriminiert sein? Oh, ich zieh dir gleich meine Naja. Flipflops um die Ohren, ja, Junge. Oh, das ist sehr elegant, wie Sie da reinhüpfen. Ja, Na, über sich da haben Sie Ja, ja. der Bloß Sie haben die Hände Olsen, ja da ganz hat schön er, dicht. da ist er schon ein bisschen angehärtet, glaube ich, bei Herrn Olsen. Ja. Bei diesem eleganten Einstieg. Aber ich sag dir, wie das ist, da kriegst du immer so steife Nippel, ey. Da kannst du schon die Radiosender einstellen. Ja, ist ein bisschen frisch, ne? Naja, dann sollten Sie den Tacho ja auf jeden Fall sehen, ne? Ja, jetzt hol mir mal die Sportsfreunde hier ran, da, die mich Ja, gerammt haben. und wo ist der Schaden jetzt an Ihrem Auto? Alter, Beim das wurde gerade noch Einstieg. frisch repariert. Wie? Ja, das wurde wohl hier repariert, in der Werkstatt. Ach so. Aber Ja, ich das hab kann ja das. jetzt jeder Ah, erzählen. ja, nein, nein, pass auf. Ich habe auf jeden Fall ja noch den Schadensbericht, ja. Was für ein Schaden sind ja den Hau überreichen Sie rein, mir mal. Grünwald. Was sagen Sie? Überreichen Sie mir doch mal den Schadensbericht, dann kann ich Ja, mal sehen, so. hier haben Sie. Ah, danke. Habe ich mir gerade noch. Ist Aber da da ganz kann. schön. Ist da Kaffee raufgekippt oder was ist da? Aber ja, Das ich. sind ja. Hier, pass mal auf. Ich erkläre dir, warum das so aussieht wie ein Kaffeefleck. Und zwar war das folgendermaßen: Da, wo die mich gerammt haben, habe ich mir leicht in den Slip geschissen. Und jetzt, jetzt habe ich mir den Zettel da reingehangen. Jetzt ist. Ja. Das ist ja unangenehm. Ah, kann man ja nichts für, ey. Ja, waren Sie schon mal im Pillbox Medical Center, um sich mal behandeln zu lassen wegen Ihren Ich Problem? bin so auf Rage. Ich will auf jeden Fall die Ja. Buben da kriegen. Die haben Natürlich mir auch ein so. Schreck, ne? So ein Unfall, ne? Ja, Da kann ja mal ja. was So ein daneben flotter gehen, Otto das stimmt. Durch die Hose, wa? und der hat. Ja. Der hat gesagt, oh ne, ich muss weiterfahren. Hat er auf jeden Fall auch gesagt, Ja. der Sheriff. Verstehe ich nicht, warum. Nee, Von verstehen Sie wegen, nicht. ihr Freund und Helfer. Am Ja. Arsch hängt er aber, wa? Ja. Herr, bist einfach weitergefahren? Oder was Ja, sagen gibt's ja Sie? gar nicht. Ja, der ist weitergefahren. Das Jesus war. Maria. Ja, das sag ich dir. Das geht ja so nicht. Da müssen wir handeln. Ja, holen Sie mir mal ran da. Hau ich direkt die Flipflops um die Ohren, die Scheiße hier, Ne? du. Ja. War ein teurer Spaß gewesen, ey. Jetzt kann ich mir damals mehr Klamotten leisten, ey. Wissen Sie, wie ich meine? Ja. Diskriminiert, sag ich Ihnen. Dann können Sie ja mal zum Bürgermeister gehen und mal Schadensersatz fordern von der Stadt. Oh, ne, mit dem hatte ich schon Bekanntschaft. Oh, jo, Ja? der ist kriminell, Was, der Bürgermeister ist doch nicht ja. kriminell. Der ist kriminell. Naja, zum Glück habe ich mit dem auch nicht so viel zu tun. Ja, die müssen sie mal festnehmen, Verbrecher ist das. Ja. Muss ich mir nochmal seine Fallakte angucken. Was haben Sie denn für das schöne Formel-1-Auto hier gelötet? Blöde, aber ohne dass sie mich jetzt festnehmen, ne? Ich hab den geklaut. Von wem denn? Vom Ah, Schumi oder von dann wem? steht da immer in so einer scheiß Garage drin, ja, dann klaue ich mir den einfach. Von Michael Schumacher An geklaut. der Ja. Klingel steht, an der Klingel steht auf jeden Fall Elias, aber ich habe keine Ahnung. Ja, egal, den kann man auch mal ruhig ein Auto klauen. Ja. Ne? Meinst du, der fällt da nicht auf? Ach nee. Nee. Dem fällt das nicht auf, ob da in der Garage ein Auto weniger steht oder nicht. Ja, ein großer Fuhrpark. Das Ding ist Der denkt eh richtig. den ganzen Tag nur an dicke Titten. Und Kartoffelsalat. Und Kartoffelsalat. Dann bin ich ja da eine richtige Adresse, wa? Ja, da sollen wir in so einer richtigen Wahrscheinlich Adresse schon, bei ja. dem, ne? Ey, kennen Sie Salvatore Rodriguez? Den Blasmusikanten, ja, den Ja, den kenne möchte ich auch ich. gerne mal anzeigen. Ja, Den dem möchte wollen ich Sie mal gerne zeigen, wo das anzeigen. vorne hängt, wa? Ja, der glaube ich. Weil der hat Ja. gestern gesagt, Schön ein komm durch die mal mit auf. Trompete Pass auf, blasen, dann. ne? Hören Sie mir mal zu. Ah, Und na, zwar war erzähl. folgendes: Der Rodriguez, der hat gestern gesagt, ja, kommen Sie mal mit, ne, auf mein Zimmer. Ja, dann Ja. bin ich mit in dem Zimmer gegangen und da hat er mich eiskalt vergenussferkelt. Das ist eine eklige Sau, ist das. Ja, das ist nicht schön. Der hat gesagt, ich stehe voll auf dich und so. Ja. Aber wenn Sie Das auch immer so eine speziell ist reizende er. Wäsche hier anhaben, du, dann kann ich den. Sie sind nämlich genau sein Klientel, wissen Sie? Das ist genau Nein, Ihr pass nicht, Beuteschema, pass. sein Nee, nee, Beuteschema. nee, 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 pass Doch, nur auf. doch. Das habe ich ja Okay, gerade ich schon pass hier, auf. das habe ich ja gerade schon hier den Officers erklärt. Und zwar war folgendes: Ich war am Strand gewesen.
Und da kam da so ein Paparazzi und hat mir die Klamotten geklaut. Wissen Sie, wie kalt das ist, wenn ich mit Formel-1-Auto hier durch den City schieber, schepper, wo da Friede schön die Titi sein, das sag ich dir. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Weil sie haben schon die ersten Fans. Immer! Was hat er gesagt? Kostet 3,50 Euro. Ich wollte gerade sagen, das ist hier warte mal, wie bei Hollywood auf dem Steg. Das ist ja wie bei Hollywood auf dem Steg. Die wollen die Kasper-Köppe, die sich als Superman verkleiden, auch mehr Geld haben fürs Foto. Ja, so, ich muss zum Einsatz. Tut mir leid, Frau Busch. Aber passen Sie mal auf. Kommen Sie mal her mit Ihrem Formel-1-Auto. Wie sieht das eigentlich mit dem Praktikum aus? Ja, kannst du gerne machen. Aber dann wenden Sie sich bitte an Ausbilder oder LSPD. LSPD sucht noch Praktikanten. Du bist doch hier der so ein Ackermann sucht noch einen Streifenpartner, oder? Der ist immer alleine unterwegs. Du bist doch hier so ein Führungs-ID, was ist denn los? Das stimmt ja wohl gar nicht. Wir suchen keine Praktikanten mehr. Ja, tschüss. Frohe Bekanntschaft und so. Ja, ich komme ja rein, du. Hör mal, Manni, wie sieht's aus mit Praktikum? Ne? Ich nehme jeden Verbrecher fest. Ich kann dir ehrlich gesagt, gerade kann ich dir das nicht beantworten, Tina. Wir haben hier unseren Einsatzleiter, den können Sie mal fragen, Herr Kobayashi. Kann mich stark für dich einsetzen, Tina, aber Kobayashi, ich kann dir nichts versprechen. Bist du da? Ja, ich bin natürlich da. Ich muss ein Praktikum machen. Müssen Sie das? Ja. Ja? Ich nehme jeden Verbrecher fest, glauben Sie mir das? Dann passieren mir gar keine Kleidung an. Hä? Sie haben ja gar keine Kleidung an. Ja, ich erkläre Ihnen auch warum. Die ersten wurden ja geklaut und zweitens bin ich so schneller ohne Klamotten. Bin ich flinker. Aber wenn Sie einen Schuss abbekommen, dann tut das ja ganz schön weh. Nö, das fehlt dann ab. Guck mal. Hopp, 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 hopp. Oh. Ja, das machen Sie richtig gut. Ja. Der Manni, der guckt auch richtig drauf, du. Naja, der war ja auch in der Kneipe immer früher, wo wir ein Zischen waren. Ja, der Ferkel. Wissen Sie, die Männer wollen immer nur das eine, die wollen immer nur meinen Körper. Ah, das sieht man schon, da läuft das schon so sportlich rum. Ja, der wieder spitzt, der Manni. Und hepp! Und sie stöhnen auch so dabei, da und wird er richtig. Und hepp! Und hepp! Deswegen hat der Ackermann die Woche so viel Stunden gemacht. Ihre Oberschenkel, die gehen in ihre Haut rein. Ja, sicher. Oh, warte mal. Und hip. Und hip. Ich bin flink wie ein Bosero. Wie sieht das aus mit Praktikum? Hab ich soll mal ein bisschen Yoga hier machen. Yoga? Ach du Scheiße. Das habe ich letztens, das war früher noch in der DDR, wo ich Yoga gemacht habe. Aber ist kein Problem, Wahnsinn. Hup. Können Sie auch ein anderes Yoga? Oh. Jetzt beruhigen Sie erstmal. Jetzt geht er los hier. Jetzt mach ich den Schmetterling oder wie die Scheiße da heißt. Grüß dich mal lieber, alles gut. Ich bin hier mit meiner Freundin Tina, die ist extra heute angereist aus dem anderen Land. Der Manni hat die Sprache verschlagen. Hier ist aber, Entschuldigung. Ich bin, grüß dich. Nee, hier ist die Tina, das ist meine Freundin aus dem anderen Land. Die kommt aus einem Land, das heißt nicht Deutsch. Tag, ja. Deutsch, wie heißt das, Tina? Oba. Und wie sieht's aus jetzt? Bin heißt Deutschland. Fähig? Ach, scheiße. Ich weiß noch nicht so genau. Also, habt ihr gehört? Entschuldigung, habt ihr mich gehört gerade? Müssen Sie McTavish fragen. Hallo. Ja, ich habe gesagt, das ist die... Ja, nee, Entschuldigung. Ja. Guck mal, das ist die Tina hier links. Und die kommt aus einem anderen Land. Die hat mich heute besucht. Die kommt aus... Wie heißt das Land nochmal, Tina? Deutsch? Wie heißt das? Ja, aus Köln. Die aus Deutschland... Köln, ja. Haben Sie auch einen Kölsch mitgebracht? Oder bleiben wir hier heute trocken? Nein, ich fahre ja nur betrunken, ne? Ach ja. Sag mal, was ist mit dem Schleppfahrer los? Ich glaube, der ist auch betrunken. Aber wurden Sie fahren gelernt? Was ist denn das? Sagen Sie mal, sind Sie betrunken oder so? Haben Sie die Kurve nicht? Sie haben doch die Ampel umgefahren. Steigen Sie mal aus, sind Verbrecher, sind Sie. Gibt Strafzettel, steigen Sie mal aus hier. Könnten wir Verstärkung bei uns oben im Palito bekommen, wenn es geht, mit dem Handy schnell ankriegen. Zweifel noch ein Kollege.